Variopox Roll Coating ist eine lösemittelfreie, leicht thixotrope Epoxybeschichtung. Variopox Roll Coating ist geeignet für den Abschluss von vorbehandelten Bilgen, Abwassertanks, Wänden, Böden und Oberflächen von faserverstärkten Laminaten. Immer die empfohlene Schutzausrüstung während der Arbeit verwenden. Öffnen Sie den Deckel der Basiskomponente und rühren Sie vorsichtig um. Wiegen Sie die erforderliche Menge in einem sauberen Mischbecher ein. Öffnen Sie den Härter vorsichtig und vermeiden Sie Spritzer. Geben Sie den Härter im richtigen Verhältnis zu. 80 Gewichtsteile Basis erfordern 20 Gewichtsteile Härter. Rühren Sie die Mischung sorgfältig, bis sie homogen ist. Gießen Sie die Mischung in einen sauberen Mischbecher um und rühren Sie nochmals. Nach Reinigung, Entfettung und Schleifen sollte die Oberfläche nochmals mit Double Coat Degreaser entfettet werden. Um die letzten Staubflecken zu entfernen, benutzen Sie bitte ein Staubbindetuch. Rollen Sie einen neuen Roller auf einem sauberen Stück Karton gut aus, damit möglichst viele lose Partikel entfernt werden. Bringen Sie Variopox Roll Coating mit einem Wegwerfpinsel oder einem Variopox Nylon Roller auf. Streichen oder rollen Sie Variopox Roll Coating gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Verteilen Sie die Menge möglichst homogen, um Abrinner zu vermeiden. Rollen oder streichen Sie mit nicht zu viel Druck. Nach 24 Stunden Härtung bei 20 Grad Celsius und Anschleifen mit P180 kann die nächste Schicht Variopox Rollcoating aufgebracht werden. Viel Erfolg!